wirklich, es ist unglaublich. Das sagt er heute. Weißt du, der Vorlesung? Ich glaube, der hat es nicht einmal gecheckt. Ich glaube, der hat gar keine Ahnung. Und das ist nicht mal das Highlight. Im Fall sagt er, 10 Minuten später. Der ist einfach eingepennt. Und dann ist er auf dem Stuhl runtergefallen. Was einen riesen Knall gegeben hat. Alle am Schauen. Der Dozent auch. Nach, weißt du, was ein Dozent sagt? Oh, sorry. Hey, nein, zu viel. Oi! Hast du dich verlaufen? Meinst du mich? Merkt jeder Trottel, dass du nicht von da bist. Also? Hast du dich verlaufen? Oder was machst du schon da? Ich telefoniere. Nein, ich meine hier bei uns. Ich studiere da. Der feine Herr studiert da. Kommt hier an und nimmt unsere Studienplätze weg. Studierst du überhaupt? Das geht doch jetzt nicht. Wieso studierst du nicht bei euch? Kann man bei euch nicht studieren? Nein, nicht, dass es gewollt. Und dann hast du das Gefühl, dann hast du das Recht, hier anzukommen und bei uns zu studieren, hä? Was ist das Problem? Du bist mein Problem. Ich? Ja, du. Weißt doch ganz genau, dass deinesgleichen hier nicht erwünscht ist. Ich meine, jeder hat das Recht, dort zu studieren und dort zu leben, wo er will. Willst du jetzt damit sagen, dass wir gleiche Rechte haben, oder was? Hey, lieber würde ich sterben, als euch da gleiche Rechte wie uns zu geben. Hallo? Das ist definitiv ein Knall. Hey, sag mir einen Grund, warum ich dir nicht auf der Stelle deine verschissene Fresse soll polieren. Definitiv zu viel. Ja, gang nur. Gang zurück, wo du hergekommen bist! Hure Scheisszeug. Hallo, bist du noch da? Ich bin gerade zur Tumak geworden, von irgendeiner Basis schon wieder. Von wegen, wir müssen auf Zürich zurück. Es ist echt mühsam, so Leute. Echt mühsam. Musik.